Für mich war das einfach Druck pur. Ich konnte eigentlich gar nicht Kind sein. Ich war überzeugt, der Vater wertet das Geschäft höher als mich. Solange ich funktioniere auf sein Ziel hin, dann ist das gut. Und sonst interessiert er sich eigentlich nicht wirklich für mich. Ich habe mich auch gehasst dafür, dass ich nicht den Mut hatte, mich gegen die Tradition und gegen den Vater zu stellen. Er ist ein Spitzenkoch. Sein Restaurant in der Schweiz wurde sogar mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Dabei wollte Ries Hubler nie in die Gastronomie gehen und kämpfte deswegen sogar mit Depressionen. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Ries. Hallo Markus. Du hast als Koch erreicht, wovon ganz, ganz viele träumen. Du hast einen Michelin-Stern bekommen. Wie war der Moment oder wie war das, als du auf einmal erfahren hast, hey, ich habe den Stern? Ja, du, das war ein großer Moment. Also, wo man da blättert und dann schaut man Blätterkinden und dann die Krone und da ist ein Stern. Wow, da geht's einfach ab. Die Gefühle gehen ab und man ist überrascht. Oder ich war es wenigstens. Wir haben es geschafft, einen Michelin-Stern. Und dann feiert ihr? Aber sicher, ja. Klar. Und wie? Natürlich zuerst meine Frau und ich und dann das ganze Team. Das ist schon eine Flasche Champagner wert, ja. War das auch immer ein Traum für dich, diesen Stern zu bekommen? Was hat dir das bedeutet? Nein, lustigerweise eigentlich nicht. Wir haben nie auf dieses Ziel hingearbeitet. Wir haben einfach unseren Job gemacht, so gut wie möglich. Und, aber dann kam von Michelin, also von der Redaktion, kam ein Mann vorbei und hat sich vorgestellt und wollte mit mir sprechen über die Philosophie von der Küche und so weiter. Und dann hat er gesagt, irgendwann kommt jetzt ein Tester. Und dann geht natürlich die Post ab. Also da kommt ein Tester, du liebe Zeit. Dann denkt man, ja, wer ist denn das? Und jeden Gast, den man nicht ohnehin schon kennt, der ist so ein potenzieller Tester. Mhm. Aber irgendwann schaffst du das nicht mehr. Irgendwann gehst du dann zur Tagesordnung über. Und eines Tages war dann neben einer bezahlten Rechnung war die Visitenkarte vom Tester. Und dann, was machst du dann? Ja, dann fällt das Herz in die Hose und der Schreck fährt in den Kochlöffel. Und man ruft das Team zusammen und überlegt, ja, was hat er gegessen, war er zufrieden, was hat er getrunken und ist alles gut gelaufen und so weiter. Und ja, und dann geht das große Warten los, bis dann der Guide erscheint, bis das Büchlein dann kommt. Und dann hast du den Stern und ist dann so die Anspannung auch weg, ist dann der Druck auch weg und du kannst so ein bisschen zur Ruhe kommen? Nein, dann steigt der Druck. Dann steigt der Druck, okay. Weil man weiß dann, also es werden Gäste kommen, die kommen aufgrund vom Michelin-Stern. Und der nächste Tester kommt bestimmt, das weiß man natürlich dann auch nicht, wann. Und man möchte ja dann unbedingt das Niveau halten, also der Druck wird eher größer. Du kanntest aber auch Druck, du warst ja als Sohn eines Gastronomen groß geworden, du hast die Kindheit mit deinem Vater verbracht, er war der Kronewirt. Wie war diese Kindheit denn dann für dich, wenn das jetzt trotzdem immer noch Druck war? Ach, die Kindheit, die war schwierig, weil mein Vater hat immer mich vorgestellt als der zukünftige Kronenwirt. Also ich war ja auch die fünfte Generation Hubler auf dieser Krone. Und meine Großmutter hat schon ein rechtes Renommee aufgebaut. Mein Vater hat es ausgebaut. Und auf mir lag dann die ganze Erwartung von meinem Vater. Das heißt, wem hat er dich zum Beispiel vorgestellt? Also vielen Gästen natürlich. Und dann eines Tages kam sogar ein Staatsbesuch, also mit dem Schweizer Bundespräsident, damals Wahlen, kam mit seinem Amtskollegen, dem Lübcke von Deutschland, kamen sie als offizieller Staatsbesuch zu uns. Und da hat mich auch mein Vater vorgestellt, dass er zukünftige Kronenwirt. Ich meine, das ist doch eigentlich auch was ganz Besonderes, so eine Kindheit zu erleben, zu wissen, hey, ich werde Kronenwirt? Oder wie war das für dich? Wie hast du das erlebt? Nein, also für mich war das einfach Druck pur. Ich konnte eigentlich gar nicht Kind sein, wenn man das so sagen will. Also wir hatten ja auch keine Wohnung, wir hatten überhaupt kein Familienleben. Mhm. Wir haben im ersten Stock von der Krone waren einfach drei Zimmer, eins für meine Eltern, eins für meine Schwester, eins für mich.
Aber der Korridor war auch für die Gäste. Also die Toilette, die Gästetoilette war gleich neben unserem Badezimmer. Also wir haben wenn ich nachts aufs Klo musste, dann musste ich zwischen den Gästen durch. Wolltest du das Restaurant denn überhaupt übernehmen? Nein, eigentlich nicht. Also wirklich nicht. Also es war einfach gar nie ein Thema. Mein Vater hat das einfach erwartet, einfach vorausgesetzt, dass ich das will. Und da war gar nie eine Diskussion. Und du als Kind in Beziehung zu deinem Vater, kannst du beschreiben, wie das war für dich? Ach, das war echt schwierig, weil ich habe immer nicht nur gefühlt, sondern ich war überzeugt, der Vater wertet das Geschäft höher als mich. Also ich habe immer empfunden, solange ich funktioniere auf sein Ziel hin, dann ist das gut. Und sonst interessiert er sich eigentlich nicht wirklich für mich. Aber du hast dann trotzdem Koch gelernt, ne? Du bist tatsächlich in die Küche gegangen. Hat dein Vater dir gesagt, du sollst Koch werden? Ja, das war die logische Konsequenz. Also ohne Kochlehre, ohne Kochkarriere konnte ich ja das Geschäft nicht übernehmen. Und es war völlig klar, dass ich eines Tages eine Kochlehre machen würde. Und die hat auch der Vater ausgesucht. Mhm. Im Schweizerhof in Bern. Das war damals die Adresse Nummer 1 in Bern, sowieso mit einer Koryphäe von Küchenchef, mit dem Ernesto Schlegel dazu mal. Und so bin ich mal in die Lehre eingestiegen. Und dann hast du wirklich auch deine Lehre durchgezogen als Koch? Und ich weiß, dass du eine Auszeichnung bekommen hast. Das muss doch wahnsinnig gut gewesen sein, für deinen Vater auch zu sehen, hey, mein Sohn hat eine Auszeichnung. Ja, also die Auszeichnung ist einfach so. Die Lehrabschlussprüfung hatte ich in praktisch 5,9 und im Schnitt 5,8, was damals auf jeden Fall die beste Note war im Kanton Bern, wenn nicht in der Schweiz. Mhm. Ja. Und hat dein Vater sich gefreut? Ja, das war dann so, es gab eine Lehrabschlussfeier, da waren ungefähr 400 Leute anwesend, alle Lehrlinge mit ihren Eltern und Freunden. Und Freunden war da eine große Feier im Casino in Bern. Und bei mir kam keiner, weder mein Vater, noch meine Mutter, noch mein Lehrchef, kein Mensch war da, weil es war ein Samstag. Und da war natürlich viel los im Schweizer von der Krone, aber ich war total am Boden zerstört. Ich habe mich total verraten gefühlt. Weil vorher waren die ganzen Erwartungen waren da. Und jetzt, wo ich das höchste Ziel erreicht hatte, war es keinem wert genug, mit mir zu feiern. Hast du das mal angesprochen? Nein, ich glaube, ich habe es runtergeschluckt. Nach deiner Ausbildung bist du ja dann auch in die USA gegangen, hast ein Praktikum gemacht. Und danach eine längere Reise durch Südamerika. Wie war das jetzt für dich, jetzt mal eine Reise zu machen? Ja, also das war natürlich eine große Geschichte, weil ich hatte vorher gespart auf diese Reise hin. Ich habe noch den Winter durch in Kanada gearbeitet. Einen Job tags und einen nachts, damit ich viel verdienen konnte. Und mein Ziel war einfach einmal Freiheit zu genießen. Einfach machen, was ich will. Und da hat sich diese Reise angeboten. Und wir haben, also mein Kollege und ich, wir hatten kein Auto, wir hatten minimales Gepäck. Also ich darf mich fast nicht mehr daran erinnern, dass ich das war. Wir hatten nur 5 Kilo Gepäck, also hatte nur eine Hose, ein paar Schuhe, ein Hemd und sonst gar nichts. Und ihr seid dann per Anhalter durch Südamerika, oder? Ja, also Bus, Zug, Anhalter. Ich hatte so einen Vollbart. Ich habe ausgesehen, also das Aussehen wäre ja nicht das Problem gewesen. Aber so nach etwa 4, 5 Wochen riechst du dann nicht mehr so gut. aber du hast gesagt, es war Freiheit für dich. Ja, genau. Also für mich war das irgendwo der Traum, auszubrechen, mal machen, was ich will, von keinem kontrolliert zu werden, einfach machen, was ich will. Warst du frei in dem Moment, dort in Südamerika? Ja, vielleicht 2 Wochen schon, ja. Aber nachher kamen dann die Momente, wo man sich dann fragt, ja, ist das jetzt wirklich das?
Weil wenn du da irgendwo am Strand in Mexiko sitzt und so und du hast keine Vorgabe, kein Ziel für heute, auch nicht für morgen, du lebst einfach da und weiß gar nicht warum und wozu und nicht was gestern war und was gestern war, weiß man nicht schon, aber was man morgen machen will oder sollte oder möchte. Plötzlich lief wenigstens ich in eine gewisse Leere so. Mhm. Im Grunde genommen habe ich die Freiheit, die ich gesucht habe, so nicht erlebt. Also ich bin da nicht einfach von schwarz auf weiß gewechselt, mhm, in meinem Empfinden, in meinen Gefühlen, in Freude oder so. Überhaupt Thema Freude. Freude habe ich keine gefunden. Mhm. Nach diesen 5 Monaten bist du wieder zurück nach Hause. Wie war das für dich, als du nach Hause kamst? Wie hast du das dann erlebt? Ach, das war schlimm. Das war echt schlimm. Weil ich habe mich schon auf der Heimreise, das war mit dem Schiff von Argentinien nach Genua, hat sich die wie eine Nebelwand aufgebaut. Also ich wusste, jetzt muss ich da wieder zurück und in das alte Hamsterrad einsteigen zu Hause. Und ich kam dann halt nach Hause und das ging dann in diesem Sinn weiter wie früher. Du warst wieder in der Küche, hast wieder gearbeitet und musstest funktionieren oder wie würdest du das beschreiben? Ja, schon. Also Nein. Also ich kam nach Hause, das schon, aber nicht in die Küche. Ich war nie in der Küche mit meinem Vater zusammen. Das wäre nie gegangen. Mein Vater war sehr aufbrausend, cholerisch eigentlich. Wobei ich sagen muss heute, ich sehe im Nachhinein, habe ich erkannt, dass mein Vater auch ein Kind seiner Zeit war. Auch ein, wenn man so sagen will, Opfer seiner Erziehung oder seiner Zeit, also Nachkriegszeit und so weiter. Aber damals habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich habe nur gesehen, wie cholerisch er ist, wie fordernd er ist, wie er auch meiner Mutter gegenüber so fast unmenschlich war manchmal. Also ich mag mich nicht erinnern, dass es ein Wochenende gegeben hätte, da nicht jemand geweint hätte im Betrieb, also jemand vom Servicepersonal oder von der Küche oder so. Das war einfach immer. Du hattest vorhin erzählt, dass als du zurückgekommen bist, du nicht in der Küche mit deinem Vater arbeiten konntest. Dann hast du dann im Service gearbeitet. Genau, ich habe meine Mutter entlastet. Mhm. Wie ging es dir innerlich? Schlecht. Einfach schlecht, weil ich war damals ja so um die 26, 27 Jahre alt. Und in diesem Alter müsste man eigentlich auf eine Zukunft hin arbeiten können, auch beruflich sowieso. Und ich hatte damals eigentlich keine Perspektive als eben die Krone, vordergründig noch mit dem Vater und der Mutter zusammen. Und diese Perspektive hat mich überhaupt nicht befriedigt. Hattest du auch eigene Ziele in der Zeit? Nein, eben nicht. Und das war mein großes Problem. Also, dass ich diese nicht hatte, habe ich mir immer als Schwäche ausgelegt, mir persönlich. Also ich habe mich auch gehasst dafür, dass ich nicht den Mut hatte, mich gegen die Tradition und gegen den Vater zu stellen, dass ich mich da eigentlich wie unterwürfig eingebracht habe, mhm, in den vorgegebenen Weg von meinem Vater eigentlich. Was hat das mit dir gemacht, wenn du sagst, ich habe mich gehasst, es war unterwürfig, wie ich mich gesehen habe? Wie hast du das ausgehalten? Ja, ausgehalten habe ich das eben wirklich nicht, weil ich fiel dann in Depressionen und Panikattacken. Und ich brauchte dann Hilfe, psychiatrische Hilfe, brauchte auch die entsprechenden Medikamente. Aber das waren dann einfach situative Erleichterungen, aber keine Lösungen, wenn man so will. Wann kamen diese Panikattacken? Bist du dann tagsüber dann am Arbeiten gewesen und auf einmal mit einem Gesteck in der Hand kam dann sowas oder wie war das? Nein, eigentlich nicht. Also die Panikattacken und auch die Depression
Die kam immer entweder nachts oder halt, wenn der Stress nachließ. Während der Arbeit, da habe ich immer funktioniert. Und ich betone, funktioniert. Das ist, glaube ich, die beste Art, um es zu beschreiben. Gab es auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, es muss irgendwie anders werden? Ja, dieser Moment ist auch mal eingetreten, als ich war dann etwa 27, war ich dermaßen am Nullpunkt, dass ich wirklich kapituliert habe. Ich musste einfach gestehen, also ich bin am Ende mit meiner Weisheit, mit meinen Optionen. Und da habe ich eines Tages, es war anfangs Sommerferien, irgendwann im Juli, habe ich mich entschlossen und habe gesagt, also wenn es Gott gibt, wie ihn meine Mutter erfährt, und ich muss noch die Klammer aufmachen, meine Mutter hat immer Kraft geschöpft aus dem Glauben, obschon mein Vater das nicht teilen konnte mit ihr, sogar abgelehnt hat, hat sie immer Kraft geschöpft. Und ich habe dann einfach eines Tages gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich jetzt erleben. Ich bin bereit, auf dich einzulassen, mich nach dir auszurichten. Ich brauche deine Hilfe, ich suche dich. Was ist passiert? Oder war das so eine Frage, die du gestellt hast? Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist, es ist eigentlich gar nichts passiert. Vordergründig, im Moment. Mhm. Also es ist nicht ein Blitz oder Donner oder eine Stimme aus der Wolke oder weiß ich nicht was, ist eigentlich nicht passiert, sondern eine eigenartige Art von Frieden, wenn man das so sagen darf. Von Frieden, nicht, dass ich jetzt Lösungen gesehen hätte, sondern vielleicht einfach schon nur einmal das Herz ausschütten. Ich meine, Gespräche hatte ich vorher mit dem Psychiater ja auch. Aber es war frappant der Unterschied zwischen einem Gespräch mit dem Psychiater und das Ausschütten des Herzens vor Gott. Das ist das, was du Kapitulation nennst? Ja. Also, ich muss schon unterscheiden. Ich glaube, es gibt ein Gott herausfordern. Wenn du in der Haltung bist und sagst, Gott, jetzt will ich dich erfahren, ich habe einen Anspruch. Das ist die eine Sache. Das war bei mir nicht so. Mhm. Ich war am Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich bitte, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Mhm. Und er hat sich nicht, wie gesagt, nicht gezeigt durch Blitz und Donner, aber durch einen Prozess von Frieden, der mit diesem Tag angefangen hat. Und also ich habe dann... Waren die Panikattacken denn nicht noch da? Die haben sukzessiv abgenommen. Also das war einfach ein Prozess, der angefangen hat, weitergegangen ist und immer weitergegangen ist. Ich habe dann auch angefangen, die Bibel zu lesen. Hatte ich früher ab und zu auch schon mal die Bibel zur Hand genommen und etwas gelesen, aber das hat mich nicht angesprochen. Und jetzt, also wirklich, hat es angefangen, die Bibel hat zu mir gesprochen, ganz persönlich. Hast du ein Beispiel, was zu dir gesprochen hat? Ja, warte jetzt einmal. Also es sind natürlich die Stellen vor allem, dass er mich kennt und dass er mich liebt. Also Psalm 139 zum Beispiel, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Plötzlich habe ich das gespürt. Plötzlich habe ich das gefühlt. Und das war natürlich schon was Spezielles. Was hast du gemacht mit diesem Wissen oder verstanden? Oder wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, es hat viel weniger mit dem Verstand zu tun, als mit dem Erleben, mit dem Fühlen. Also es ist wie wenn du, ich kann es am besten beschreiben, wie wenn ich jemanden kennenlernen würde, zum Beispiel dich. Also wenn ich dich kennenlerne, dann komme ich Schritt um Schritt, weiß ich mehr von dir, ich kann dich besser einschätzen, ich kenne dich besser.
ich weiß Geschichten von dir. Und so war es mit Gott. Also ich habe ihn besser, mehr und mehr kennengelernt. Ich habe durch die Bibel habe ich ihn kennengelernt. Und natürlich in der Person von Jesus Christus ist er ja irgendwie erfahrbar. Also er ist zwar Geist im Moment, das ist, ich habe ihn ja nicht anfassen können, aber in meinem Fühlen, im Denken, in meiner Wahrnehmung habe ich plötzlich jemanden kennengelernt, der sich mir offenbart hat. Aber der Druck war immer noch da. Außen die Erwartungshaltung, du musst die Krone übernehmen, diese Unfreiheit war doch immer noch da, oder? Natürlich, ja, ja, die war schon da, aber das ist dann in einer anderen Relation. Es gibt dann, also die Krone war da und dann gibt es darüber gestellt etwas Höheres. Und es ist natürlich, es sind zwei Paar Schuhe, ob du nur auf der Horizontale dich bewegst, emotional und auch verstandesmäßig, oder ob man sich gegen oben auf etwas Höheres ausrichten kann und dann auch ein Feedback kriegt von oben. Würdest du sagen, dass du auf einmal eine Freiheit gefunden hast, die du ja, in Südamerika nicht hattest? Ja, das sowieso. Also das unbedingt. Also es ging ja nicht mehr nur um Freiheit, sondern wie gesagt, wenn man plötzlich eine übergeordnete, auch einen Sinn sieht, indem man in dieser Beziehung lebt, die höher ist als die fachliche Beziehung oder sagen wir selbst der Michelin-Stern oder das Geschäft, dann ergibt sich automatisch eine gewisse Freiheit. Und die hast du jetzt erlebt gehabt? Ja. Hast du in dieser nicht Freiheit... Immer gleich, aber, nicht immer gleich. Es gab auch weiterhin große Krisen. Aber immer wieder ist diese Beziehung tragend gewesen. Mhm. Du hast tatsächlich die Krone übernommen, sagst aber, du hattest eine Freiheit. Dann hast du so gut gekocht, dass du den Michelin-Stern bekommen hast. Mhm. Wie bist du denn jetzt mit dem Druck umgegangen? Weil früher hat der Druck dich in Panikattacken reingetrieben. Ja, gut, also der war schon immer noch da. Also ich kann nicht sagen, dass ich dann einfach alles klar, alles in Butter. Das war überhaupt nicht so. Also der Druck war immer da und ich habe auch darunter gelitten, nach wie vor. Aber es ist, wenn du einen guten Freund hast, also du bist dann vielleicht im Stress, oder? Aber du kannst den anrufen und hast ein Gespräch und das hilft. Und ich möchte das fast ein bisschen so charakterisieren. Ich hatte immer diesen Draht zu Gott. Und das hat dann immer geholfen, obschon es gab schon Situationen, wo mir der Alltag oder die Probleme vom Tag über den Kopf gewachsen sind. Und ich war immer noch... ich war vielleicht nervös, ich war müde, ich war erschöpft, ich war weiß ich nicht was, ich war ungeduldig, ich war ungehalten und so weiter. Aber die Stimme oder Jesus oder Gott, also im Geist, der ist einfach da. Der ist ein Teil von mir. Der spricht zu mir und der leitet mich, der hilft mir. Und je mehr ich mich auf ihn einlasse, je mehr fühle ich ihn auch. Oh. Und so hast du die Krone geführt? Ja. Wie lange hast du das so gemacht? Ja, was war denn das? Gute Frage. An die 30 Jahre. Hm? Wobei, ja, wir haben ja dann verschiedene konzeptionelle Änderungen gemacht. Also da kommen wir noch dazu. Was war das genau? Ja, im Jahre 95 hat die Krone gebrannt. Und das war dann der große Einschnitt in die Karriere, in die Geschichte der Krone, ist ja klar. Und das hat dann eine Neuausrichtung gegeben. Und wo hat Gott jetzt geholfen? Oder wo war Gott jetzt da in diesem Moment für dich? Er war immer noch da, obschon es war natürlich schon recht schwierig, also wenn man sich dann da in der Asche bewegt. Aber... letztlich, also wenn ich jetzt zurückblicke, sehe ich unbedingt darin einen Segen, weil der Brand, der hat einen Strich gemacht unter die ganze Gourmetzeit, unter diesen Druck, unter diesen wahnsinnigen Druck, Leistungsdruck, dem nicht wenige meiner Kollegen zum Opfer gefallen sind letztlich. Was ist jetzt der Unterschied der Liebe von Gott zu der Liebe, die du von früher kanntest?
Ja, die Liebe von früher, vom Vater her, kannte ich gar nicht, weil das war ja nur Leistung. Also wenn ich seinen Vorstellungen entsprochen habe, dann habe ich Anerkennung geerntet, Anerkennung, aber Liebe habe ich nicht gefühlt. Mag sein, dass er mich geliebt hat, das weiß ich nicht. Das ist ja verrückt, das weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls nicht gefühlt. Und jetzt in dieser Liebe von Gott? Und die Liebe von Gott ist eine ganz andere Liga, eine ganz andere Ebene. Das ist ein Akzeptiertsein, nicht aufgrund von der Leistung, sondern aufgrund des Seins, einfach weil ich bin. Gab es nochmal so eine Begegnung mit Gott, wie du damals in diesem Psalm 139 hattest, jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Ja, also da gibt es einen Punkt im Jura, eine die Röte heißt das, da, das ist auf 1390 Meter, da steht ein großes Kreuz in Erinnerung an 1945, dass die Schweiz bewahrt wurde im Weltkrieg. Und der Aufstieg vom Balmberg zur Röti, das ist mein Pilgerweg. Und den mache ich ab und zu, steige ich da hoch. Und beim Kreuz habe ich Momente erlebt, die ich nicht beschreiben kann, wirklich. Ich muss das so stehen lassen. Mhm. Es ist einfach, wie wenn du mich fragen würdest, was hast du mit deiner Frau im Bett erlebt, dann würde ich das auch nicht sagen. Und was ich dort mit Gott erlebt habe, das ist auch persönlich und nicht beschreibbar. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, da hast du vieles drin geschrieben. Gibt es auch andere Begegnungen mit Gott, die jetzt nicht im Buch stehen? Ja, genau. Also interessanterweise das Buch kam im September raus und im Oktober hatte ich dann eine ganz unerwarteterweise eine Operation, Herzoperation, also 4 Bypässe. Da wird ja der Brustkasten aufgeschnitten und dann am offenen Herz wird gearbeitet. Und als ich da erwachte in der Intensivstation nach 15 Stunden Narkose, da war ja keiner da. Meine Frau war nicht da, meine Töchter waren nicht da. Es war einfach niemand da, gar niemand. Es war einfach furchtbar einsam. Und dann in diesem Moment hatte ich eine Nähe zu Gott, wie ich das eben nicht beschreiben kann, echt nicht. Es war einfach so ein Frieden, so eine Wärme, so ein Licht, so eine Geborgenheit, die einfach wunderbar ist. Danke. Schön, dass du heute hier bist und dass du davon erzählt hast, danke, was du mit Gott erlebst. Danke. Rhys Hubler sehnt sich nach Freiheit, doch er ist in Erwartungs- und Leistungsdruck gefangen. Erst in seiner Beziehung zu Gott erlebt er bedingungslose Liebe und innere Freiheit. Löst dieser Gedanke in dir was aus? Hast du die gleiche Sehnsucht? Dann lade Gott doch jetzt ein, in dein Leben zu kommen. Und falls du Fragen hast, kannst du uns gerne eine Mail schreiben oder einen Kommentar. Noch mehr Geschichten über Gottes Liebe erwarten dich auf unserem Kanal. Also, schau vorbei und lass gerne ein Abo da. Ich freue mich. Bis gleich.